So, kurzer Blick auf die Karte. Also da unten hat... Warum haben wir da nicht weitergeguckt? Ah, stimmt, der Gang sah so aus, als wenn es da rausgehen würde. Und ich wollte mich doch erstmal hier zu Ende umgucken. Also, einfach Gang folgen. Das dürfte nicht schwer sein. Flackert die schon wieder, die Wand? Nee. Na gut. Eine Abzweigung. Das scheint ja richtig groß zu sein hier. Ja, eine richtige Kreuzung. Okay, wir halten es erstmal einfach rechts an der Wand lang. Damit kann man meistens nichts falsch machen. Und Skelette. Okay. Du fängst mal die da unten ab. Du solltest einen Schritt zur Seite machen, damit Mürrim auch schießen kann. Ah, sie hat wieder die falsche Waffe in der Hand. Genau. Bloße Hand ersetzen mit Langbogen. Das klingt nach einem Plan. So, Gero und Gwendolyn kümmern sich um das Skelett da oben und Talana kann dann mal ein Ignifaxius auf die Mumie neben Terik machen. Das dürfte das Problem lösen. Kampf. Ignifaxius auf den da. Mit 3 hatte bisher aber funktioniert. Okay, hatte bisher immer funktioniert. Aber das ist halt unser Würfelglück. Oh, 18 Trefferpunkte. Hast du mal ordentlich. So, du kannst einen Schritt zurück machen. Nein, kannst du nicht. Dann geh mal dahin. Auf das Skelett. Das war ja schon mehrfach angeschlagen. Die sind aber alle ein wenig zäher hier. Also selbst die Skelette, die normalerweise nur so 10 ungefähr Lebenspunkte hatten. Du geh mal dahin. Kannst du auf den vor der Elfe schießen? Ignifaxius? Sagen wir diesmal mit... Oh, kannst du nicht. Okay. Dann halt ein Ignifaxius auf den da. Mit 2. In Kende. Komm schon, jetzt aber. Also. So, Mürrim. Schritt zurück. Schießen auf Mumie. Und wenn Terik dran ist, dann fängt er mal die Mumie ab. Kann ja nicht sein, dass die Elfen jetzt hier zickzack laufen müssen. So. 18 Trefferpunkte. Sehr schön. Gwendolyn macht dazwischen auch gut Schaden. 15 Trefferpunkte eben gerade. Ja, doch. Unsere Kämpfer haben sich richtig gut gemausert. Am Anfang waren es ja fast nur die Elfen, die Schaden gemacht haben. Und natürlich Talana, wenn sie mal Astralenergie verbraucht hat. Sonst war sie ja immer recht unbeteiligt. So, du auf den da. So. Gerogon kann ruhig da warten. Das kriegen die schon alleine hin. Ah. Oh. Sehr schön. Definitiv viel zu viele Untote für einen Fextempel. Außer sind in den Gemäuern von dem Fextempel. Was ja auch Sinn machen könnte. Ich meine, so weit unterirdisch wie wir sind. Boah, das ist ja echt riesig. Kann ich irgendwie rauscrawlen? Ich glaube nicht. Das wird definitiv eine Weile dauern. Na gut, Karte verlassen. Wir wollen den Gang nach Westen, richtig. Oh, ein Bilderrahmen aus Stein. Plötzlich gerät Bewegung in die Platte und schemenhaft erkennt ihr ein undeutliches Gesicht. Wann ist das Licht des Fex alleine? Fragt euch eine Stimme, die aus dem Nichts zu kommen scheint. Das Licht des Fex. Also alle Götter haben auch ihr Pendant am Nachthimmel. Aber da steht Fex nicht alleine. Da sind die ganzen anderen ja auch. Vielleicht nie? Oder gibt es irgendeine Konstellation oder Planetenposition, wo sie dann alle verdeckt sind, außer Fex? Aber das können wir eigentlich nicht wissen.
Außer vielleicht Halana. Also ich probiere mal nie. Es scheint, als kennt ihr die Antwort nicht. Ungläubige, mault die Stimme. Ihr habt in diesem meinem Tempel nichts zu suchen. Oh oh. Kommen jetzt noch mehr Untote? Ah. Die Viecher kenne ich eigentlich nur aus DSA 3. Ich hoffe mal, die sind nicht zu stark. Zaubern. Sind Golems. Was hilft gegen Golems? Also ein Fulminictus glaube ich nicht, denn der greift ja den Kopf an, also das Gehirn. Probieren wir es mal wie fast immer mit dem Ignifaxius. Auf den da und maximal. Inkende. Komm schon. 25. Das ist ordentlich. Also wir merken uns, der da ist angeschlagen. Das heißt, Girugon stürmt gleich mal auf den... Nee, stellt sich vor den anderen, damit der angeschlagene Girugon von der Seite angreift. Und die Elfen und Halana auf ihn schießen können. So, sichern. Kannst du? Nein, kannst du nicht. Aber du hast 7 Bewegungspunkte. Das heißt, du stellst dich einfach mal dahin und schießt jetzt auf den Angeschlagenen. Und triffst dich. Ja, okay, mit Pfeilen auf den Golem schießen wird eh nicht besonders effektiv sein, aber So, du gehst mal hinter Gwenlin und zauberst deinen Acceleratus, wenn du wieder dran bist. Aus den unteren. Und Tirik. Ja, was machen wir mit Tirik? Der könnte jetzt vorstürmen. Aber dann stellt er sich auf jeden Fall in den Weg. Ja, hilft nichts. Stellt er sich vor Mürrem und Mürrem macht den Acceleratus auf ihn in der nächsten Runde. So. Nicht Kampf. Das war jetzt Reflex. Acceleratus auf Gwenlin. Jo, sehr schön. Wieder auf den unteren, auch wenn sie dem, glaube ich, noch gar keinen Schaden zugefügt hat. Du musst jetzt leider da warten. Und du zauberst nochmal Ignifaxius auf den da. Ich probiere nochmal 7, obwohl sie dafür auch eigentlich gar keine Astralenergie haben sollte. Einfach nochmal, um zu sehen, ob wir dann wirklich Lebenspunkte verlieren. 17 Trefferpunkte und anscheinend hat sie keinen Schaden bekommen. Na gut. So, wieder auf den unteren. Ein Trefferpunkt. Ja, okay. Mit ihrem Rapier wird sie da nicht sehr viel anstellen können. So, du machst bitte Bewegung Acceleratus auf Tirik. Sehr schön. Jo, kein Schaden genommen, keine Astralenergie mehr. Hast du denn noch Gegenstände? Gegenstand wechseln. Sie hat nur noch einen starken Zaubertrank. Das lasse ich mal lieber. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mit den beschleunigten Nahkämpfen wir das einigermaßen hinbekommen. Also primär mit Tiriks Axt. 16 Trefferpunkte. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also nur Gwenlin kann dann jetzt nicht ordentlich was anrichten. Girugon mit seinem Zweihänder, genau, müsste eigentlich auch gut Schaden verursachen. So, dann bringen wir die Elfen gleich nochmal in eine bessere Schussposition und ziehen sie ein wenig zurück und der erste Golem ist tot, sehr schön. Waren ja bloß 50 oder 60 Lebenspunkte, die das Viech hatte. Aber gut, du stellst dich mal dahin, haust auf die Seite und Tirik läuft gleich daneben. Du machst nix. Du hast 11 Bewegungspunkte. Du läufst einmal darum. So, und haust wieder den, der schon einen Trefferpunkt abbekommen hat. So, Tirik wollte dahin, kann aber leider nicht mehr angreifen. Die Elfen gehen mal zurück. Schießen auf den. Ich werde jetzt noch 2-3 Mal drauf schießen. Wenn dann kein Treffer gelandet wird oder irgendwie Schaden verursacht wird, dann
lassen wir es mit dem Schießen auch. Und warum hat sie nur 2 Bewegungspunkte? Na gut. Angriff auf den da. 4 Trefferpunkte. Nicht besonders viel. Aber ich denke mal, besser als nichts. Oh, und sie macht doch einigermaßen Schaden. Ja, also ich denke mal, Gero und Tirik werden da unten schneller fertig sein als die da oben. So, jetzt dürften wir eigentlich immer schön alte Optionen drücken können. Computerkampf will ich jetzt mal nicht benutzen. Nur für den Fall, dass die irgendwann richtig gut Schaden machen und wir das dann nicht schnell genug aufhalten können. So, komm schon, Tirik. Irgendwie machen Gero und Tirik jetzt weniger Schaden. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet, ob das hier dann wirklich Golem hieß. Vielleicht sind das eine ja auch Fleischgolems, das andere Steingolems und was weiß ich. Ist auch ein Golem. Auch ein normaler Golem. Jetzt greife ich mal testweise den da oben an. Ne, es sind alles Golem, Golem, Golem. Alles irgendwelche Golems. Ich nehme dann mal an Lehm. Oder Fleisch. Sonst würde mir wahrscheinlich gar keinen Schaden machen. So, ja. Komm schon, der da unten bei Tirik und Gero müsste doch echt langsamer fallen. Jetzt aber 21 Trefferpunkte. Ich schätze, man hat jetzt schon so 70 oder 80 Trefferpunkte eingesteckt, der da unten. Ich glaube, da sollten wir uns jetzt echt die Pfeile sparen. So, du probierst einfach mal einen Fulminictus. Ich denke nicht, dass es funktioniert. Aber schaden kann es nicht. Auf den da. 8 Trefferpunkte. Ohne ist gestorben. Das heißt, eventuell hätten wir mehr verursacht. Wir sehen es halt nur nicht, weil er nicht mehr genug Lebenspunkte hatte. Das heißt, Jallan macht das gleiche auch nochmal. So, sichern. Obwohl, wir sollten mit der Astralenergie nicht so verschwenderisch umgehen. Ich glaube, ich wage jetzt mal den Computerkampf. Die ganze Gruppe, keine Magie. Denn wir wissen nicht, was noch alles hier kommt und wie wir rauskommen. Wir können ja nicht einfach wieder zurück zur Stadt gehen und irgendwelche Zaubertränke kaufen. Das klappt nicht so wirklich. Oh, die Elfen schießen wieder. Das wollte ich eigentlich nicht. Und auch, dass Talana Nahkampf geht, ist nicht unbedingt die beste Idee. Also doch wieder manuell kämpfen. Also wenn dieser Kampf nicht viel Abenteuerpunkte bringt, dann weiß ich auch nicht. So, du sichern. Du draufhauen. Sehr schön. Du machst mal Platz für die richtigen Nahkämpfer. Sichern. Sichern. Draufhauen. Nochmal raufhauen. Du gehst mal dahinter, weil Tirik wahrscheinlich mehr Schaden verursacht als du. Tirik hätte aber 9 Bewegungspunkte gehabt. Ja, okay. 23 Trefferpunkte. Ja, ich liebe die Axt. Ich liebe sie. Also, so wie man halt eine Axt lieben kann. So, du rauf da. So, oh, 18 Trefferpunkte von Gwendolyn mit dem Rapier. Das ist ja kurios. Hatten wir vorher immer nur Pech gehabt. So, tot. Das Ding sollten wir jetzt erstmal nicht anfassen. Ich setze hier mal eine Markierung. So, Eintrag schreiben. Frage. Wann sieht man Fex allein? So, jetzt gehen wir den Weg zurück. Immer rechts an der Wand lang. Und kommen dann da raus und können da weiter gucken. In der Hoffnung, dass wir irgendwo hier einen Hinweis darauf finden, was denn genau damit gemeint sein kann. Also wie gesagt, eigentlich hätte ich ja gesagt, man sieht ihn nachts. Aber nachts sieht man ihn halt nicht alleine. Da sieht man ja alle anderen Sternbilder auch. Nie war es nicht. Vielleicht war es niemals.
Das wäre aber ganz schön fies, wenn man immer das Richtige so finden muss und der nicht ungefähr das errät, was man meint. Aber na gut, Schloss knacken. Oh. Gelingt nicht. Okay. Schloss knacken. Gwendolyn tritt vor Wut laut fluchend gegen die Tür und bricht sich dabei eine Zehe. Warum machst du auch sowas? Na gut. Speichern wir erstmal ganz kurz ab. So. Neu. Spiel wirklich sichern. Ja, und ich glaube, wir sind eigentlich schon bei 21. Also speichere ich mal auf 21 ab. Und wir sehen uns gleich wieder.